Gerhard Mücke wird immer als der Leibwächter Paul Schäfers angesehen. Das Spannende an ihm ist, er war von Anfang an dabei. Also er hat Paul Schäfer nach dem Krieg getroffen, gesehen, wie Paul Schäfer angefangen hat, aus einer Jugendbewegung eine Sekte zu gründen, war von Anfang an dabei, ist mit ihm nach Chile gegangen. Und das Hochspannende ist, er ist der Einzige, der noch im Gefängnis sitzt. Es war klar, dass wenn es eine Möglichkeit gibt, ins Gefängnis zu kommen, die Frau das entscheiden wird. Also generell ist es ja überhaupt schwierig, ins Gefängnis zu kommen. Aber das geht erstmal, dass der Insass muss erstmal Ja sagen. Paul Schäfer hat ja über die Religion die Leute begeistert. Und da habe ich gesagt, vielleicht ist eben die Religion die Möglichkeit, mit der man den erzählen kann. Weil Religion schützt einen Menschen, ja, weil es eben ein gewisses starkes Korsett gibt. Aber er macht ihn aber auch lesbar, weil ein religiöser Mensch, gerade in diesen charismatischen christlichen Wegen, die haben eben immer Angst vor der Verdammnis, die sind sehr bibelbezogen, sehr bibelgläubig. Und dann habe ich gesagt, vielleicht ist das ein Weg, mit den Menschen zu reden, dass man eben nicht so die klassischen psychoanalytischen oder politischen Instrumente benutzt, sondern versucht, mit ihnen über die Religion zu reden. Und ich habe dann selbst von meiner Religiosität erzählt und bin dann selber auch auf die Bibel, habe dann selber auf die Bibel bezogen. Und da habe ich immer gemerkt, wenn man das erzählt hat, hörten die Menschen auf. Sie wurden irgendwie gesagt, okay, das ist vielleicht einer von uns. Das Gesprächen über Psalme, ja, war, glaube ich, der Punkt, warum sie letztendlich dann gesagt hat, ich darf ihren Mann besuchen. Aber ich hatte halt noch so einen Weihnachtsstollen mitgebracht. Und dann habe ich dann noch einen kleinen Brief geschrieben an Herrn Mücke und habe gesagt, dann möchte ich das wenigstens übergeben. Und in diesem Brief habe ich eben auch Psalme hineingesetzt, wie David über die Schuld, ja, umgeht. Dass also wie David die Schuld spürt und in der Anerkennung der Schuld eben auch Erlösung findet. Und dann habe ich diesen Brief, weil ich jetzt ja wusste, wo sie wohnt, bin ich dann durch die Residenzserie gegangen, habe es einfach vor ihre Tür gelegt, also mit dem Christstollen und dem Brief drauf und bin dann einfach wieder zurückgegangen. Und dann am Abend, Freitagabend, war dann die Gebetsstunde in dem Freihaus. Und weil ich halt immer saß, habe ich es halt auch mitbekommen, dass also die Leute dann in dieses Gebetshaus kamen und eben auch Frau Mücke in ihrem roten elektrischen Rollstuhl. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich da mitmachen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir wollen hier keine Journalisten haben. Habe ich gesagt, nein, aber für mich ist auch das Gebet wichtig. Und dann habe ich dann da gesessen und dann kamen noch drei andere ehemalige aus dem Führungskreis der Kolonie, die ebenfalls was auf dem Kerbholz hatten, aber nicht im Gefängnis sitzen. Die haben dann die Gebetsstunde geleitet, sie haben aus der Bibel vorgelesen, haben kurz interpretiert und da ging es immer das Fremde, das Böse. Und das Reine, das wir sind. Und ich habe gesagt, haben Sie einen Stollen bekommen und den Brief? Sagt sie, ja, wird sie übergeben. Und das war Freitag und Samstag fuhr sie dann hin. Besuchtage waren immer Samstag und Dienstag. Und habe gesagt, so, jetzt sage ich gar nichts mehr. Ja, jetzt hast du so ein Signal gegeben, du pushst auch nicht mehr. Und dann hat sie dann Montag gesagt, ja, ich kann vorbeikommen und Dienstag mitfahren ins Gefängnis.